Wir spielen heute, wer kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle? Wir schauen uns die Schicksale an von den jungen Menschen, über deren Leben wir jetzt verfügen und entscheiden, waren es gute Menschen oder waren sie böse? Wir haben sowas ähnliches schon mal gemacht, das verlinke ich euch hier oben beim i, das war aber in Roblox, jetzt habe ich ein richtiges Spiel gefunden, das verlinke ich euch selbstverständlich ganz oben in der Beschreibung, dann könnt ihr das selber spielen oder aufnehmen oder was auch immer ihr möchtet. Und bevor wir mit dem Video anfangen, abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr neu hier seid oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und wenn ihr es nicht wisst, es gibt in meinen Videos den Top-Kommentar, der wird ganz am Ende in der Infokarte eingeblendet. Also wenn ihr schnell seid und den Kommentar hier runterschreibt, dann könntet ihr das möglicherweise sein. Und ihr könnt auch, weil das viele gefragt haben, mehrmals Top-Kommentar werden. Also fleißig kommentieren, dann habt ihr die Chance. Und dann würde ich sagen, let's go! Okay, wir haben, ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier ist. Hier steht, Leute in der Wartelinie 0 von 50, wir müssen die Leute durcharbeiten. Nächste Apokalypse. Und zwar ein kaum zu spürender Zombie-Virus in ungefähr einer Minute. Hey, du da drüben. Ich? Ja, du. Erkennst du mich nicht? Nein. Ich bin es. Gott. Aha, Gott. Ja, ich bin Gott. Die Zeiten haben sich geändert und ich will in den Urlaub fahren. Leider hören die Leute einfach nicht auf zu sterben, ob ich hier bin oder nicht. Schau, das Letzte, was ich will, ist irgendwelche armen Seelen zu nerven. Sogar ich habe das den harten Weg übergelernt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dir, also uns, diese tolle Job-Opportunity zu geben. Ich kann mich um die Dinge hier kümmern scheinbar. Bis Gott wieder da ist. Klingt fantastisch. Ja, wenn eine Person mehr schlechte Sachen getan hat als gute, dann ab in die Hölle. Und wenn sie gute Sachen gemacht hat, mehr als schlechte, dann ab in den Himmel. Okay, das ist klar. Alles klar, dann ich bin bereit. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Ah, hier kommt mein erster. Saxon. No, 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 no. What did I do? Ich habe den in den Himmel geschickt. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe nicht gesurft. Okay. Der kann sich leider nicht die Namen merken. Das ist nicht schlimm. Der hat die Welt gerettet. Was? Der infiziert Leute mit HIV absichtlich? Okay, weg. Ab in die Hölle. Ab in die Hölle. Nächster. Egan. Er hat sich mit einem Zug umgebracht. Er hat mal ein Tier gehabt. Er hat... Oh, er hat ein Tier gerettet, indem er eine Kugel abgefangen hat mit seinen Zähnen. Ja, das ab in den Himmel mit dir. Dann haben wir den nächsten. Ezekiel. Er hat sich geopfert, damit andere leben können. Das ist gut. Er macht alle um sich herum glücklich. Und er hat Leute gerettet, indem er gestorben ist. Okay, ab in den Himmel mit dir. Nächster. Horatio. Er hat sich mit einem Bus hochgesprengt. Okay, aber er ist auch sehr gerecht und fair. Er gibt vielen Fremden Komplimente. Das ist gut. Den können wir in den Himmel schicken. Oh, wir sind auf 4 Sternen schon. Odie. Er ist ein Schimmer der Hoffnung in der darken Realität der Menschen. Das ist was Gutes, sage ich. Er zieht sich lustig an, I guess. Und er schreit, wenn er glücklich ist. Ab in den Himmel. Ab in den Himmel. Holly. Holly? Oh, Holly besucht ein Waisenheim jeden Tag. Ohne persönlichen Grund. Okay, das ist jetzt weder negativ noch positiv. Er benutzt lustige Wörter für alles, was er kann. Likes eating people. Er isst gerne Menschen. Verstehe. Ab in die Hölle. Du darfst in den Himmel. Hiram hat eine Rollstuhl-Kollektion. Er macht alle um sich herum glücklich. Und er hat alle seine Organe gedonatet. Oh nein, die Leute sind böse. Ab in den Himmel. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ringo. Ringo kann keine Beziehungen aufhalten. Er hatte mal ein leeres Überraschungsei. Und er schreckt sich schnell. Ab in den Himmel mit dir. Die Stimmung kippt. Die Stimmung kippt. Gib hat einen YouTube-Kanal, das ist gut. Er versucht auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Und er hat einen Stoffwechsel. Alles klar, ich habe auch einen Stoffwechsel. Dionysus. Kann es nicht erwarten, in die Hölle zu kommen. Schreit, wenn er excited ist. Und er... Okay, okay, ab in die Hölle mit dir. Ab in die Hölle. Ab. Nächster. 25 Leute in der Linie. Monte ist ein Held zum Spaß. Er... Okay, ja, hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ich kann die 3 Sachen nicht lesen, wenn 2 gut sind. Malcolm. Oh nein, ab in die Hölle, das ist nicht gut. Er gibt alle Sachen zu seinen... Oh, er hasst Kinder. Ich kann das nicht so schnell übersetzen. Gerardo weiß, welche Temperatur draußen ist. Er lacht die Behinderten aus. Und er sendet... Okay, ich denke, das ist schlecht. Was haben wir? Moses. Er zittert, wenn er nervös ist. Er rettet Kätzchen von Bäumen. Und er ist die Barriere zwischen böse und gut. Nächster. 28 Leute. Lainey. Tritt gerne Kätzchen. Er hat mal... Okay, weg. Nächster. Ich muss mich beeilen. Noah, 27 Leute. Er hat sich in einem öffentlichen Platz umgebracht. Er ist... Okay, ab in die Hölle mit dir. Okay.
Der Vulkan kommt gleich. Mikey hatte... Nein! Game over! Wir haben 20 Punkte gekriegt. Okay, ich registriere meinen Namen. Oh mein Gott, das ist richtig stressig. Die Leute sind so fast. Ich kann nicht so schnell übersetzen. Okay, wir schaffen das. Wir kommen auf einen besseren Score. Okay, ich bin trainiert. Es tut mir leid, wenn ihr meine Tastatur klacken hört, aber das ist, wie es ist. Okay, here we go. Wir haben einen kleinen Krieg. Rayleigh wird sich selber für andere opfern. Er hat viel Blut, okay, vergossen. Und er hat sich... Okay, das ist schlecht. Ab in die Hölle mit dir. Ah, 3 Sterne. Ashby gibt fremden Komplimente. Er schlägt gerne alte Leute. Und er kann nicht gut auf einem Bein stehen. Ab in die Hölle mit dir. Khalil hat mit einer Waffe Häuser ausgeraubt. Er ist immer grumpy und beschwert sich immer. Und er braucht... Was? Okay. Er braucht einen Ventilator, um zu schlafen. Eldritch ist ein Mörder. Eldritch zwingt People dazu, sich gegenseitig in seinem Namen umzubringen und er kann keine Kinder haben. Ist wahrscheinlich besser so. Nächster, ab in die Hölle mit dir. Armory. Weiß nicht, wie man egoistisch ist. Er quält Leute aus Spaß und er hat viele verschiedene Läden ausgeraubt. Das ist nicht so gut. Ab in die Hölle, denke ich mal. Angeli. Er infiziert Leute mit HIV. Er hat sich selber mit einem... Okay, weg, ab in die Hölle. Ab. Das waren 2 von 3 schlechten. Kenneth hat unsichtbare Haustiere. Er will immer, dass alles nach seinem Weg gemacht wird. Und er hat neulich Eiscreme gekauft. Ich glaube, das ist neutral, deswegen ab in die Hölle, weil das eine war echt schlecht. Aldous. Aldous duscht nie. Aldous hat all seine Organe donated, während er noch am Leben war. Und seine Eiscreme-Maschine ist gebrochen. Ich denke, das ist gut. Wir haben 4 Sterne. Lucifer seems like a cool guy, sagt mir einer. Nathaniel. Er hört gern Musik. Er hat eine ganze City mit seinem Tod gerettet und er lernt gerne Tänze von Musikvideos. Ist okay, du darfst in den Himmel. Clive hat Hundewelpen gerettet und... Okay, er ist glücklich und unglücklich. Okay, dann ab in die Aber ich habe keine Zeit für dich, Clive. Nächster, Sean. Kann, wird und hat auf 10.000 gezählt. Okay, das ist nervig. Er rettet Leute mit Krebs. Okay, das ist gut. Okay. Hoch. Remington hat Leute ausgeraubt mit einer Waffe, aber er hat auch jemanden gerettet. Und er beobachtet gern Menschen. Ich glaube, das ist halt eine Hölle, oder? Wenn du mit einer Waffe Häuser ausraubst. Emanuel ist ein selbstloser Held. Er kann Räume berechnen mit Umfang. Und er hat sich in einem Krankenhaus umgebracht. Ab in die Hölle mit dir. Wer tut das? Wer explodiert sich selber in einem Krankenhaus? Okay, das ist nicht so gut. Ultimativer Völkermord. Zwingt Leute, sich gegenseitig umzubringen. Ab in die Hölle. Nein, die Schlange ist schon wieder voll. Wir müssen uns beeilen. Luke hat Probleme, auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Okay. Hölle mit dir. Luke, ich muss mich beeilen. Kimble, er quält Tiere. Okay. Er hat Leute umgebracht, kurz bevor er gestorben ist. Etzel hat immer noch imaginäre Freunde, obwohl er erwachsen ist. Er hat sich auch in einem Krankenhaus in die Luft geblowt. Jared versucht, auf dem richtigen Pfad zu bleiben, ist aber emotionslos und constantly on Social Media. Ich sag, das ist was Schlechtes. Ab in die Hölle. 15 von 20. Wir gehen da durch. Randall hat all die kleinen Kätzchen von dem Baum gerettet. Er weiß nicht mal, wie man egoistisch ist. Und er weiß, wie man lustige Geräusche macht. Schätze ich mal. Ab in den Himmel. Corny. Mörderer. Ich glaube, beim Mörder kann man direkt... Oh mein Gott, 5! 5 Sterne. Halsey. Hat eine nervige, langsame Stimme. Hat einen Typen getötet. Und, macht das Weiße aus Oreo-Keksen raus und macht Zahnpasta rein? Lyle. Macht sich lustig über andere. Hat die Welt gerettet, ist gut. Wally. Macht unlustige Witze. Trinkt immer Limonade. Gewinnt in Videospielen gegen dich. Sanderson. Hat ein Familienmitglied, was tot ist. Hat 10 Leute mit umgebracht, als er gestorben ist. Das ist in der Hölle. Brian Thee hat sich geopfert, damit andere leben können. Hat aber versucht, meine Sachen zu klauen. Und ist gut bei Memes. Aber er hat versucht, meine Sachen zu klauen. Das nehme ich ihm übel. Calvin tötet Tiere aus Spaß. Tschüss. Nächster. Riz. Riz kann niemanden mal mögen, der Elektrizität. Oh mein Gott, wer tötet denn Hundewelpen, weil ihm langweilig ist? Vince, er mag gerne Leute schlagen. Und er kennt viele... Okay, das ist mir egal, ob du beten kannst. Ich hasse es, wenn Leute schlagen. Hi is gullible. Er tötet auch Hundewelpen aus Langeweile. Auch ab in die Hölle. Hier sind keine Toiletten, schreibt Brian Thee.
Sorry. Spams, YouTube, Comments, Linking to a Scam Site. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Runter mit dir. Ich habe hier Stress. Pip. Pip hat Angst vor weichen Sachen. Okay, das ist gut. Pip ist ein Guter. Ab in die Hölle. Die Leute mögen ihn. Delmore. Er hilft alten Ladies über die Straße. Er braucht einen Föhn, um zu schlafen. Und er... Okay, das ist in Ordnung. Nicht Föhn. Wie heißt das? Ventilator. Ich übersetzen. Ist nicht meine Stärke. Er ist die Barriere zwischen Gut und Böse. Er betet, weil er sie... Okay. Er wird helfen. Er wird helfen. 2 Sterne. Oh mein Gott, wieso sind wir so schlecht? Gabriel. Er wird kein Auto fahren. Er ist blind. Er hört imaginäre Sounds. Ab in die Hölle mit dir, schätze ich mal. Windham hat die Welt gerettet, hat alle seine Organe donated, ab in den Himmel. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Bern, versuch. Oh nein, wir haben. 35! Let's go! Hey, wir werden voll gut in dem Spiel. Alles klar, 35 ist unser finaler Score. Wie gesagt, ich link euch das Spiel in der Beschreibung. Das ist, also das könnt ihr euch runterladen, das ist irgend so ein Browser-Game, das könnt ihr auch im Browser spielen. Also, falls ihr Lust habt, meinen Score zu bieten, aber. Das ist echt stressig, ja? Ich warne euch. Mega stressig. Aber sehr viel Spaß. Falls ihr möchtet, dass ich sowas nochmal mache, dann gebt mir das gerne als Kommentar zu wissen und gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann weiß ich Bescheid, ob ihr das mögt oder ob ihr das doof findet. Ansonsten gebt dem ganzen Daumen runter, wenn ihr es blöd findet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!